Am 23. Oktober trafen im Kurt-Bürger-Stadion in Wismar in der Verbandsliga die Fußballclubs FC Anker Wismar und der 1. FC Neubrandenburg 04 aufeinander. Es sollte ein Spiel werden, in dem zumindest in der ersten Halbzeit die Hoffnung für die FC Anker-Fans groß war, doch von Anfang an. Das Spiel begann relativ ausgeglichen. Beide Vereine hatten Torchancen, die ungenutzt blieben. Mit zunehmendem Verlauf der Partie hatte der FC Anker das Blatt aber in der Hand. Das Team machte Druck, war deutlich häufiger in Ballbesitz und wurde in der 38. Minute mit einem Treffer zum 1:0 durch Johannes Plavan belohnt. Bis zur Halbzeit fielen keine weiteren Tore. Nach der Pause erhöhte der FC Neubrandenburg 04 den Druck und kam in der 58. Minute zum Tor. Yannick Witte schoss den Ausgleich. Keine 4 Minuten später traf Neubrandenburg erneut. Daniel Nawodke sorgte für die 1:2-Führung für die Gäste. Der FC Anker wirkte zunehmend verunsichert. Neubrandenburg hatte jetzt viele Torchancen. In der 78. Minute versenkte Lukas Ebel den Ball dann zum 1:3 für die Neubrandenburger. Daniel Nawodke traf in der 83. Minute nochmal zum 1:4 für die Elf von Coach Matthias Wackerow. Am Ende hieß es für die Gäste 3 Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim FC Anker Wismar. Der FC Anker konnte seine Miniserie von 3 Siegen nicht ausbauen. Wir baten Trainer Matthias Fink nach der Niederlage um seine Einschätzung. Ja, das Spiel war das erwartet schwere Spiel von 2 sehr guten Mannschaften. Wir haben auch eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Also wir waren wirklich zufrieden, weil wir geduldig waren, weil wir das versucht haben umzusetzen, was wir uns vorher vorgenommen haben, auch die Spielzüge. Es war wirklich gut. Wir gehen dann auch, ich denke, verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit fangen wir dann auch sehr gut an. Kamen 2 absolut hundertprozentige Chancen, die natürlich rein müssen. Und dann wäre das Ding hier gelaufen. Die wir da nicht reinmachen und dann machen wir 2 Fehler, unnötige Fehler und dann kriegt man die Gegentore. Durch die Niederlage verliert der FC Anker Wismar seine Tabellenführung in der Verbandsliga und rutscht so auf Platz 4. Mit 3 Punkten im Gepäck schob sich der 1. FC Neubrandenburg 04 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 3. Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 6 Siege ein. Das nächste Heimspiel des FC Anker findet am 6. November im Kurt-Bürger-Stadion gegen den Penzliner SV statt. Anpfiff ist um 14 Uhr.